Hallo, ich hatte euch doch in meinem letzten Video von unserem Bastelkram erzählt, dass wir noch mehr haben. Ich habe mir gerade meine Kiste geholt. Ich zeige euch mal ganz kurz den Deckel, damit ihr wisst, wie groß sie wirklich ist. Also so groß ist die Kiste. Hier in meiner Hand zum Vergleich, das ist so eine Unterbettkiste. Die ist bis zum Gebrechen voll und ich hatte euch ja gesagt, ich wollte euch noch zeigen, was wir noch so am Bastelkram haben. Das ist jetzt das, was ich mit den Kindern immer noch verbastel. Es ist komplett unsortiert. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt alles zum Vorschein kommt, aber wir fangen einfach mal an. Auf jeden Fall nochmal Aufkleber, so ganz süße. Und dann habe ich hier zweimal Feinkrepp in Gelb und Rot. Weiß ist, glaube ich, mittlerweile fast alle. Weiß hatte ich vorher auch mal. Ein bisschen Geschenkband. Einen Ordner haben wir hier. In diesem Ordner haben wir unser Schnipselreste immer reingelegt. Also ganz viele bunte Papiere, die nehme ich jetzt auch nicht auseinander, weil dann fällt es mir alles überall hin. Dann haben wir hier so ein Bastelset mal vor Ewigkeiten gekauft. Da ist noch jede Menge Filz drinne und Gummi. Also verschiedene Filze, Gummi. So, dann habe ich hier eine Blume gebastelt schon mal. Dann, also ich zeige euch auch nicht alles, weil sonst wird das echt zu lange, das Video. Dann habe ich hier ganz viele von diesen bunten, jetzt nicht mehr, von solchen bunten Papieren. Also wir haben wirklich eine Riesenauswahl. Die sind auch beidseitig bedruckt, kann man das sehen, manche. So, ich zeige euch mal ein paar schöne, also das mit den Blumen. Dann, ich denke mal, das wäre auch ganz schön jetzt für Ostern halt zum Basteln. Für den Jungen, wenn er nachher irgendwann, wenn er irgendwann so weit das Auto ist, mal gucken. Also jede Menge. Dann hier so eine ganz zarten, daraus hatte ich letztes Jahr ja für die Einschulung gebastelt. Nochmal Blumen, was ganz Zartes. Davon habe ich einiges. Das war jetzt nur ein ganz kleiner Schwung gerade. Ich muss das mir ganz kurz mal. Natürlich Klebe, eine Schere. Da kommen aber noch mehr, das weiß ich, weil das war eine normale, eine Kinderschere. Okay. An der Wolle kleben Mosaikaufkleber dran. Wolle. Das ist aber auch nicht alles, was wir an Wolle haben. Ich habe noch Kruschelwolle. Die habe ich aber in meiner Handwerkskiste, ist auch so eine. Aber die Kinder wissen, wo steht und können da immer beigehen. Smiley-Aufkleber. Dickes Buntpapier. Könnt ihr hier sehen, so 200 Gramm, also das ist richtig Papierkarton in verschiedenen Farben. Servietten mit Deutschlandmotiv, die sind irgendwann mal liegen geblieben und wurden dann in die Bastelkiste verfrachtet. Aufkleber. Großes Buntpapier, also jetzt größer werdend. Ihr seht, ich habe das Musterpapier. Ich habe das in ganz vielen verschiedenen Sorten. Weißen Crepe. Hier. Noch mehr Musterpapiere. So mit Riesenauswahl, wie ihr seht, hier zum Beispiel auch mit Raketen. Und bei schlechtem Wetter wird die Kiste mal vorgekramt. Mit gebastelt, dann wird einfach nur reingeschmissen. Hier nochmal dickes Bastelpapier in Karos, auch bunt. Das sind alles Karos, verschiedene Farben, kann man vielleicht erkennen. Nee, kann man leider nicht erkennen. Also es sind ganz viele verschiedene Farben Karo-Papier drin. Dann für die Mädchen, die wollten wir eigentlich schon lange fertig haben, so eine Masken zum selber bemalen. Malsachen haben sie ja in ihrem Regal, das ihr auch in manchen Videos schon hinter mir gesehen hattet. Noch mehr buntes Bastelpapier. Fotokarton, also wirklich was ganz Stabiles. 20 Blätter sind da drin, auch im Bund, 270 Gramm. Die Milligrammangabe hat ja damit zu tun, wie dick das Papier ist. Und dementsprechend noch mehr Papier. Ein Zeichenblock. Genau, ich glaube, das habe ich auch alles am groben Papier. Aufkleber. Jede Menge Wolle und Häkelgarn. Weil wir damit auch basteln, kann man auch super mit Bastelkleber auf einem Papier aufkleben.
und dann trocknen lassen. Dann kann man so 3D-Bilder machen. Haben wir auch schon ganz oft gemacht. Dann habe ich hier Kisten drin. Hier ist unsere Restekiste mit ganz kleinen Flicken. Noch ein paar Aufkleber sind hier rein gepackt worden. Ihr hört, dass die klimpert. Dann haben wir Glitzerklebe. Die ist auch fast leer. Da muss ich mal neue kaufen, sehe ich gerade. Aufkleber, jede Menge Scheren in verschiedenen Arten und Größen und noch mehr Aufkleber. Genau, verschiedenen Arten, Größen und Musterung, also hier Zickzack-Scheren in verschiedenen Varianten. Noch ganz, ganz viele Kleberdinger, aber die sind echt so gut wie leer. Da muss ich neue kaufen. Die hatte ich mal im Teddy, glaube ich, gekauft, auch gar nicht teuer. Dann das, was hier klimpert, sind solche bunten Wackelaugen. Sehen. Die sind hier irgendwie alle reingekippt zur Zeit. Sicher, ich muss das unbedingt aufräumen und dadurch, dass ich euch das jetzt abdrehe, habe ich nachher dann gleich die Aufgabe, das aufzuräumen. So, dafür nutze ich immer diese schönen Kisten, die man von den Pinkbox und sonstigen Boxen bekommt. Dann habe ich hier noch so eine Kiste, da gerade das Geschenkpapier eine Fadenrolle mit angehoben. Die Kiste ist unser Sammelsorium an verschiedenen Aufklebern, hier zum Beispiel so eine Moosgummi-Aufkleber für den Frühling mit Blumen, Schmetterlingen und Vögeln. Prinzessinnen-Glitzer-Aufkleber. Hier verschiedene Musteraufkleber, so Kreise und das könnt ihr glaube ich nicht sehen. Doch, jetzt so, wenn ich das so mache, Kreise, Dreiecke und so. Hier in der Kiste ist noch mehr Moosgummi-Aufkleber in Form von Sternen und Blumen. Ein Frosch, der noch fertig gebastelt werden möchte. Das ist so ein Hampelmann. Wolle? Habt ihr gesehen, ja, ne? Hier noch ein paar Wackelaugenfaden und Wattebauschen. Ein paar Luftballons. Für, kennt ihr bestimmt so Sparschweine und sowas machen, wo man dann mit Zeitungen drum arbeitet. Ja. Ein großer Nähfaden, also wirklich ein großer. Ich weiß, dass die eigentlich für eine Overlock sind. Aber wie gesagt, wir arbeiten viel mit Faden und alles. Und dadurch habe ich die hier mit drin. Davon habe ich noch einen Blau hier mit drin, einen Grünen aktuell im Schrank liegen. Kann man auch schön nehmen, um Fensterketten zu machen. Dann haben wir hier, kann man das vielleicht erkennen, eine Schablone für einen Geist für Halloween. Die ist jetzt noch eine Reserveschablone, die ausgeschnittene liegt da unten drin. Also ich kann mich hier kaum noch bewegen. Ich habe alles auf dem Schoß. Hier ist die ausgeschnittene. So eine Anhänger. Für Charms. Ich habe bloß keine Charms mehr. Oh, ich brauche doch keine Kleber kaufen. Ich hatte Kleber nachgekauft schon. Also ihr seht, der kostet wirklich nichts. Für die Farben. Wäscheklammern. Die benutzen wir zum Fixieren. Oder ich habe damit auch eine Fotowand mir gemacht mit einem, helft mir mal auf die Sprünge, mit einem Stickgarn und Wäscheklammern dann an eine Wand und da habe ich dann, habt ihr bestimmt schon mal in meinen Videos gesehen, wenn hinter mir die Bilder und sowas von den Kindern hängen. Und sowas habe ich auch für Fotos alles. Hier nochmal verschiedene Moosgummi-Aufkleber, Wackelaugen und andere Aufkleber. Hier noch aktuell irgendwas Interessantes, noch mehr Buntpapier, Moosgummi in Form einer Krone. Hatten wir auch mal als Ente. Ich glaube, das ist mittlerweile leer. Klebestreifen, ganz normal. Ne, da ist die Ente. In Form einer Ente, auch in verschiedenen Farben. Einiges an Weihnachtsklebestreifen. Hier so eine Washi-Tapes. Die sind dann zum Verbasteln, weil die hatte ich damals doppelt. Und da hinten ist noch Wolle und Stickgarn. Das Wort liegt mir heute andauernd auf der Zunge. Das wäre jetzt so die Kiste. Ihr seht, da ist viel Krimskram drin. Und wenn wir zum Beispiel Projekte wie Schatullen oder sowas machen, das holen wir dann immer direkt. Also das ist jetzt unser Sammelsorium an allem, was wir an Krimskram im Haus haben. Vogel halt den Schnabel. Und wenn wir dann halt bestimmte Sachen machen wollen, ein bestimmtes Thema oder sowas, oder wir sehen einfach mal irgendwas, was wir dann, ach, das könnte man ja auch mal machen, dann kaufen wir uns das direkt und machen es auch. Diese Kiste ist halt diese
Mama, wir möchten basteln. Ja, geht doch an die Kiste, holt euch die. Die hat Rollen, die können wir durch die Gegend schieben. Wenn sie nicht gebraucht wird, wird sie im Schlafzimmer unter das Bett geschoben, nimmt dann keinen Platz weg und ich denke mal, wir kommen noch ein paar Tage hin. Ich habe noch mal so eine Ladung auf dem Schoß. So, ich hatte euch ja versprochen, ich drehe euch das kurz ab. Es ist jetzt nicht spektakulär, weil wir haben auch aktuell gerade keine geplanten Sachen vor. Irgendwann möchten die Mädchen sich noch eine Schmuckschatulle basteln. Aber wir haben noch keine passende Schatulle gefunden und dann wollen wir die mit Serviettentechnik bekleben. Das heißt, ich brauche noch andere Servietten. Ja, das wäre es jetzt auch mit dem Bastelteil der Mädchen noch sozusagen. Ihr kriegt gleich noch ein drittes Sammelvideo von Bastelkram, aber das hat dann nichts mehr mit dem Hauptbasteln mit mir und den Kindern zu tun. Ihr könnt mir ja mal unten in den Kommentaren schreiben, habt ihr auch so viel Bastelkram, weil ich finde das echt manchmal viel zu viel. Und was macht ihr eigentlich so aus euren Bastelsachen? Weil ganz oft hat man hat ja so viel wie ich auch und dann fehlen einem Ideen. Klar, ein paar frühlingshafte Bilder jetzt nachher oder auch mal eine Karte oder so. Aber habt ihr noch andere Ideen? Könnt ihr mir gerne mal reinschreiben. Meine Mädchen sind aktuell 6 und 7 und dadurch total begeistert vom Basteln. Oh, ich bin nicht mehr im Bild. Und dadurch total begeistert vom Basteln. Das wäre halt echt mal schön, noch ein paar Ideen zu bekommen. Weil Mama ist ja auch manche Tage total ideenlos. Genau, schreibt mir das mal in den Kommentaren und dann, und vor allen Dingen habt ihr auch so viel Kram. Das würde mich auch interessieren, weil ich finde, wir haben viel zu viel. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!